Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zum neuen Video. Das spielen wir Raft. Und jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, dass ich einfach mal ganz weit wegbauen soll und gucken soll, wie lange ich wegbauen kann quasi. Also quasi einen unendlich langen Weg zum Beispiel in diese oder in diese Richtung machen. Vielleicht erreichen wir irgendeine Form von Land oder irgendwas anderes, was relativ interessant wäre zu wissen. Aber ja, das wäre eine gute Idee. Auf jeden Fall haben die Entwickler das Spiel geupdatet. Was bedeutet, es gibt jetzt, wie ihr sehen könnt, Truhen, wo man quasi Sachen reinlegen kann, falls man keinen Platz mehr im Inventar hat. Und man kann da wirklich einiges reinlegen. Und ich glaube sogar, wenn man voll ist, dann platzieren sich die Items automatisch dort drin. Ich bin mir aber nicht komplett sicher, ob das stimmt. Auf jeden Fall ist der Hai auch wesentlich stärker jetzt. Und ich musste einen neuen Spielstand gründen. Deswegen habe ich jetzt hier anscheinend so eine neue Welt hier, was ein bisschen blöd ist. Aber okay, wie auch immer. Ich schätze mal, jedes Mal, wenn sie das Spiel updaten und irgendwie es ein größeres Update ist, dann muss man halt einen neuen Spielstand beginnen. Was, wie gesagt, ein bisschen blöd ist. Und man kann den alten ja behalten als kleine Erinnerung. Also das ist nicht komplett umsonst, wenn man irgendwie was Großes baut. Aber trotzdem, auf jeden Fall haben wir hier eine Truhe und da können wir dann quasi Sachen reinlegen. Und der Hai macht jetzt wesentlich mehr Damage. Also wesentlich mehr Damage. Der ist jetzt wesentlich stärker. Und ich glaube, ich habe genug Netze, um wirklich alles einzusammeln, oder? Nein, da fehlt noch ein Netz, weil ihr seht, es schwimmen immer noch Items an uns vorbei. Ich glaube, jetzt habe ich Netze. Nein, ich habe aber Seile, was vollkommen nice ist. Deswegen, lass uns ein paar mehr Netze erstellen. Es reicht ein Netz? Ich bin mir nicht genau sicher, ob ein Netz reicht. Ich mache mal zwei. Zwei Netze, okay? Zwei Netze. Und die platziere ich dann hier hin. Und noch eins hier hin. Und ich glaube, jetzt sollten wir alle Items bekommen. Und wir sollten sicher gehen, dass wir wirklich alle Items bekommen. Weil solange wir wirklich alles aufheben, können wir auch genug Holz sammeln und genug Seile sammeln, um wirklich komplett in die Ferne zu bauen. Ich kann auch nach rechts bauen, also oder nach links. Mir ist es vollkommen egal. Also, wie auch immer. Aber okay, ich brauche erstmal Palme, Leute. Ich brauche erstmal wirklich Palmen. Weil, ja, ohne Palmen ist es wirklich problematisch zu überleben, denn sie hustet die ganze Zeit. Sie hustet wirklich dauerhaft. Kann ich ein paar mehr Seile haben? Wow, ich habe nicht genug Items. Oh, hier hat sich einiges gesammelt. Hier hat sich einiges gesammelt und ich werde sehr schnell hungrig. Okay, Leute, ich werde erstmal eine Stelle bauen, wo ich Palmen anpflanzen kann oder wie auch immer, weil das ist problematisch. Ich werde sehr schnell hungrig, wirklich sehr schnell. Außerdem bekommen wir durch Palmen ja auch Blätter, womit wir Seile erstellen können. Und wir bekommen Holz, womit wir quasi noch weiter wegbauen können. Und was ich da zum Schluss vorhabe, und zwar, ich werde bauen. Und dann werde ich nur das Teil hier abbauen und ich frage mich, ob der komplette Weg dann gelöscht wird. Weil stell euch mal vor, oh, ich soll erstmal was trinken. Ja, ich sollte auf jeden Fall erstmal was trinken. Das könnte sonst gefährlich werden, okay? Aber stell euch mal vor, ich baue den kompletten Weg entlang, okay? Und dann bin ich irgendwo ganz weit hinten und der Hai beißt nur diese eine Stelle ab. Ertrink ich dann? Ich meine, ich sehe ihn ja quasi nicht, wenn er es abbeißt. Und er wird es abbeißen und er hat sehr, sehr viel Kraft mittlerweile. Also er ist wirklich stärker geworden. Und er stirbt nicht mehr so schnell, was bedeutet, dass es wesentlich schwerer ist, das Haifleisch zu bekommen. Das ist auch ein kleines Problemchen. Deswegen, oder soll ich, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache eine zweite Ebene dafür. Oh mein Gott, ich hab sehr viel Hunger und sehr viel Durst. Bitte koch schneller. Oh Leute, ich habe Probleme. Was soll ich tun? Ich panik. Trink was, iss was oder wie auch immer. Gib mir das. Okay, nice. Wir müssen auf jeden Fall angeln, Leute. Also wow, man stirbt jetzt wesentlich schneller. Das ist wirklich unnormal. Und das macht irgendwie gar keinen Sinn, dass ich da angeln konnte. Und ich habe keinen Fisch bekommen. Kein einziger Fisch. Kein Fisch mag mich. Oh, ich habe so viel Hunger. Komm, schon koch das. Koch das einfach, bitte. Aber okay, wie auch immer. Soll ich eine Treppe nach oben bauen oder soll ich es lassen? Ich bin mir nicht genau sicher, wirklich nicht. Aber ich denke, wir könnten eigentlich eine Treppe nach oben bauen. Aber eins ist klar, wir brauchen auf jeden Fall... Ja, nee. Wisst ihr was? Ich werde sofort diese Palmen bauen. Weil ich bin da ziemlich ungeduldig. Wir brauchen auf jeden Fall diese Palmen. Nur wohin baue ich die? Das ist meine Flagge. Das ist wirklich eine sehr berechtigte Flagge. So, ich mache hier erstmal das Ganze zu Ende. Oh, wir haben nicht genug Seil. Ich glaube, wir sollten... Naja, wir sollten aber genug davon haben. Okay. Was brauchen wir, um hier so einen Tree Crop Plot zu erstellen? Wir haben genug. Was sehr, sehr nice ist. Ich glaube, ich tue es einfach hier hin, oder? Oder soll ich es unten hin tun? Ich bin mir nicht genau sicher. Doch, ich mach's einfach unten. Ich habe nicht die Zeit, okay? Wir haben nicht die Zeit. Wir brauchen Palmen. Oh, mein Magen knurrt einfach die ganze Zeit. Oh, der Fisch ist fertig. Der Fisch ist fertig, was sehr, sehr nice ist. Kann ich Wasser kochen? Wir sollten wieder Wasser kochen, damit wir nicht wieder verdursten, weil sie hustet die ganze Zeit. Wenn sie einmal durstig ist, ist sie nur am Husten und sie hört gar nicht mehr auf. Was ein bisschen problematisch ist, aber okay. Wir sollten auf jeden Fall erstmal Wände hier bauen, weil wir wollen alle Kokosnüsse bekommen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die nicht runterrollen, schätze ich mal. Deswegen, wir können entweder den Boden erweitern oder wir können... Ja, ich mache erstmal Wände hier hin. Was besser sein sollte, denke ich mal. Okay, Wallwind... Nee, hier mache ich normale Wände hin, oder? Mit dem Fenster oder ohne? Ich mache mit dem Fenster, damit ein bisschen Sonnenlicht reinkommt. Und wir haben wieder nicht genug dieser Blätter. Ja, wir brauchen mehr Blätter. Auf jeden Fall werde ich eine zweite Etage voller Palmen nur machen. Ich brauche so viele Palmen, wie es geht. Wirklich. Wir werden einige Palmen brauchen, weil ich denke, man kann sehr, sehr weit nach draußen bauen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Aber es wäre ziemlich geil, wenn wir die Grenzen des Spiels mal kennenlernen würden. Also das wäre wirklich eine gute Idee. Aber ich werde es danach halt wieder zerstören. Was auch ziemlich schmerzhaft sein wird, weil ich meine, wir werden wirklich lang bauen. Und wenn ich den kompletten Weg zerstören werde, das wird schmerzhaft sein. Okay, noch ein paar Wände mehr. Moment mal, wieso geht das nicht?
ich habe genug Blätter. Das ist sehr merkwürdig, dass das nicht geht. Ne, das verstehe ich wirklich nicht. Weil normalerweise müsste es gehen. Ja, es müsste normalerweise gehen. Okay, das ist sehr merkwürdig, weil ich verstehe nicht, wieso das nicht gehen sollte. Weil da ist ja gar nichts im Weg normalerweise. Hier geht's wieder. Okay, das ist wirklich sehr merkwürdig. Ich glaube, hier mache ich einfach mal ein bisschen mehr Boden hin. Vielleicht geht's dann ja. Ich bin mir nicht sicher, aber lass uns mal ein bisschen mehr Boden dahin machen. Foundation. So, und jetzt würde mich interessieren, ob es jetzt geht. Ich glaube, jetzt könnte es wirklich gehen. Wall Window. Ja, jetzt geht's. Sehr merkwürdig. Und hier kann ich ebenfalls was hinmachen. Und jetzt sorgen wir dafür, dass die Kokosnüsse nicht mehr wegfallen, weil sie fallen sehr schnell weg, was ein bisschen problematisch ist. Und wir wollen die Kokosnüsse bekommen. Und jetzt, ich glaube, Moment mal, würde da noch eine zweite hinpassen? Wenn hier noch eine zweite hinpasst, dann wäre das episch. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Seile, um ein weiteres Tree-Komplott oder wie auch immer herzustellen. Passt das bitte rein? Bitte, bitte. Oh mein Gott. Oh nein. Wir haben zu wenig Platz. Ja, es passt nicht rein. Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, wie auch immer. Ich mache es einfach nicht in der zweiten Ebene. Ich bin nicht geduldig genug, deswegen. Das müsste in Ordnung sein, schätze ich mal. Hier wächst schon die Palme sehr, sehr schnell. Also die Palmen wachsen wirklich sehr, sehr schnell. Und das Geilste ist, man kann wirklich beobachten, wie die Palme wächst. Was irgendwie gar keinen Sinn macht, aber man kann es auf jeden Fall. Aber jetzt fängt das Spiel an, einfacher zu werden. Und anscheinend hat Bruce wieder was abgebissen. Aber meine Frage ist, wieso höre ich das mittlerweile gar nicht mehr? Das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Wie viele Seile habe ich? 3 Stück. Wisst ihr was? Man kann quasi ja schon anfangen, in diese Richtung zu bauen. Wir haben nur nicht genug Seile. Aber das Problem wird sich ändern, hoffentlich. Oh, Bruce ist wieder da. Kein Wunder, dass ich dich nicht höre, mein Freund. Kein Wunder. Wirst du das zerstören? Nein, wird er nicht. Aber das Teil hat bestimmt einiges an Schaden genommen, oder? Kann ich es reparieren, bitte? Wie viel Schaden hat es genommen? Okay, man sieht es bei dem letzten nicht, wie Schaden es genommen hat. Das sieht man nur bei normalem Boden. Was ein bisschen blöd ist, aber ich musste dreimal gegenhauen. Also das war schon einiges auf jeden Fall. Und ich werde wieder durstig. Man geht das schnell. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Wände. Das ist klar. Nice. So, hier ein paar mehr. Und jetzt, ich glaube, ich werde hier so eine Reihe an Palmen erstellen. Ja, okay, dann lassen wir es mit der zweiten Ebene. Auf der zweiten Ebene machen wir dann irgendwas anderes. Vielleicht pflanzen wir da Kartoffeln oder sowas an. Obwohl Kartoffeln sehr, sehr ineffizient sind hier in dem Spiel. Also kann man nicht anders sagen. Aber okay, lass uns erstmal gucken, ob wir noch so ein Tree-Komplott erstellen können. Und ja, das können wir, was ja sehr nice ist. Und das tun wir gleich neben das hier. Nice. Das sieht ziemlich gut aus, kann man nicht anders sagen. Okay, wir bräuchten mehr Wände. Wir haben aber nicht genug Items dafür, bis ein bisschen klaulich ist. Okay, langsam wird unser Inventar voll. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob die Sachen automatisch in die Box gehen. Das würde mich mal sehr interessieren. Also bis jetzt ist nichts in der Box. Bis jetzt ist nichts in der Box. Aber wisst ihr was, wir können da eigentlich Sachen reinlegen. Denn wir haben so viel Metall momentan, dass wir nicht wirklich Metall brauchen. Und es scheint so, als würden wir mehr Boxen brauchen, weil eine Box kann gar nicht so viel tragen. Aber jetzt, ja, jetzt haben wir wenigstens wesentlich mehr Platz. Und das sieht irgendwie ziemlich geil aus, muss ich sagen. Und kann ich schon weiterbauen? Ich meine, wir haben ein paar Seile auf jeden Fall, aber bin mir nicht genau sicher. Aber ich denke, wir sollten weiterbauen können. Langsam, aber sicher. Irgendwann, wenn wir genug Seile haben, irgendwann, wenn wir sehr, sehr viele Seile haben, da können wir extrem weit bauen. Aber am Anfang dauert es ein bisschen länger, weil der Anfang ist ein bisschen problematischer. Aber wir haben ja alles dafür. Wir haben genug Netze. Und ich glaube, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, es bringt nicht mal was, aber nur, damit es gut aussieht, werde ich, glaube, ein weiteres Netz hier erstellen, wenn ich genug Seile hätte. Einfach nur hier noch ein Netz hin tun, einfach nur, damit es besser aussieht. Und ein Netz hier hin und jetzt sieht es schon wesentlich besser aus, kann man nicht anders sagen. Aber okay, ich denke, das sieht ganz geil aus. Und ich finde, diese Wände, die machen es irgendwie wesentlich besser. Irgendwie will ich an dieser Stelle auch noch Wände haben. Ich weiß, ich wollte mich eigentlich auf den Weg fokussieren, aber ich will also erstmal diese Wände haben. Ich weiß nicht, ich finde es ganz cool. Und ich fände es geil, wenn wir eine komplette Reihe quasi hätten, nur voller Palmen. Das wäre der absolute Hammer. Und ich glaube sogar, die erste Palme ist schon gewachsen. Und wir brauchen eine Axt. Ich weiß nicht, wieso ich das bis jetzt nicht erstellt habe. Aber eine Axt ist sehr essentiell. Und man kann quasi gucken, ob die Palme ausgewachsen ist, indem man sieht, okay, sie wächst nicht mehr. Also das ist eine Sache, wie man sehen kann. Und der andere Weg ist quasi, ob man sehen kann, ob man Items bekommt, wenn man sie schlägt. Und waren das nur 3? Ah, da ist eine. Okay, sie fällt wenigstens nicht runter. Deswegen habe ich die Wände gebaut am Anfang, damit diese Kokosnüsse nicht runterfallen, weil sie fallen sehr gerne runter. Aber jetzt können wir so einfach überleben, Leute. Jetzt wird es wirklich so einfach sein zu überleben. Was wirklich sehr nice ist, okay? Da bin ich sehr glücklich. Und wir bekommen dadurch sehr viel, wodurch wir quasi wieder weitere Seile erstellen können und wodurch wir dann weitere Tree-Komplotts erstellen können. Oh, das war das Falsche. Oh, ist der Hai wieder da? Ja, der Hai ist wieder da. Bruce, kannst du bitte zu deiner Mama gehen? Kannst du bitte zu... Wow, er war ziemlich schnell. Seht ihr, wie schnell er ist? Und vor allem, wenn er diese Stelle abbeißt. Stellt euch mal vor, er beißt diese Stelle ab. Was dann passiert, er baut den kompletten Weg ab. Das bedeutet, wenn ich irgendwo da hinten bin und baue und dann sehe ich, oh, ich habe keinen Boden mehr. Okay, stellt euch das mal vor, das wäre ein bisschen gemein, okay? Deswegen, Moment mal. Ich glaube, wenn sich dort Wände befinden, da kann er diese Stelle gar nicht abbeißen. Ihr habt das ein weiterer Grund, um Wände zu bauen, weil ich glaube nicht, dass wenn ich Wände baue, dass er diese Stelle weiterhin abbeißen kann. Ich glaube, das geht gar nicht. Und hier haben sich einige Items gesammelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da sind so viele Items.
Das ist der absolute Hammer. Oh, wir müssen eine neue Palme anpflanzen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn man eine Palme natürlich kaputt macht, muss man eine neue anpflanzen. Und deswegen, hier kommt eine neue Palme hin. Aber was mich ein bisschen anpisst, ist, dass wir hier keine weitere hin tun können. Weil hier ist halt noch Platz. Obwohl, wisst ihr was? Ich glaube, an dieser Stelle mache ich diese ganzen Sachen hier hin. Zum Trinken und zum Essen. Obwohl wir die momentan eigentlich gar nicht mehr brauchen. Aber doch, ich denke, das werden wir nach hinten rüberschieben. Also, ich muss das quasi kaputt machen, um was Neues zu bauen. Was ein bisschen klaulich ist, aber ist vollkommen in Ordnung. Oder ich könnte hier 4 Stück dieser Teile hin machen. Ja, ich mache einfach 4 Stück dieser Teile hin. Einfach nur, damit es gut aussieht, schätze ich mal. Auch wenn ich die Teile nicht allzu oft verwenden werde. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Aber ja, ich meine, er sieht gut aus. Ich meine, einer sieht nicht gut aus. Diese Stelle muss auf jeden Fall besetzt sein. Weil ansonsten wird mich das die ganze Zeit zum Nachdenken bringen. Und kann ich jetzt endlich wieder weitere Wände bauen? Das ist das, was mich interessiert. Und ja, kann ich. Sogar einige, was sehr, sehr nice ist. So, ich baue das mal kurz zu Ende, damit es einfach gut aussieht. Nice! Okay, das sieht ziemlich geil aus. Und das wird die Stelle sein, wo wir bauen werden. Und eine gute Idee wäre für ein neues Update, wäre, dass die Türen einbringen. Weil ich finde Türen eigentlich ziemlich cool, so eine Billigtür. Also quasi eine Wand, wo man einfach durchgehen kann, ohne sie zu öffnen. Oder. Und ich glaube, ja, das könnte auch sehr geil aussehen. Ja, aber dann werde ich den Weg auch nicht zerstören. Und die nächste Palme ist gewachsen, glaube ich, oder? Ist die nächste Palme gewachsen? Ja, die nächste Palme ist gewachsen. Und wie ihr sehen könnt, wir bekommen Blätter, wir bekommen Planks dadurch. Mehr Planks als Blätter anscheinend, aber okay, wie auch immer. Und wir bekommen Kokosnüsse, also Palmen. Mit Palmen ist es so easy. Ich glaube, es sollte schwerer sein, diese Palmen zu bekommen. Weil sobald man welche hat, kann man wirklich einfach überleben. Ja, ich sollte auf jeden Fall... Ja, ich kann ein weiteres erstellen jetzt. Okay, meinetwegen. So, wir können jetzt hier noch eine hin tun. Genau, ich versuche das immer so synchron wie möglich zu machen. Ich bin jetzt nicht der ordentlichste Mensch oder irgendwie sowas in der Art. Oh, hier hat sich einiges gesammelt. Das ist ein Traum, Leute. Das ist der absolute Traum. Kann man nicht anders sagen. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott. Ach stimmt, wir brauchen mehr Kisten, fällt mir gerade auf. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kisten, weil langsam wird es mit dem Platz sehr, 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 sehr knapp. Aber okay, ich denke, wir bauen weiter. Soll ich weiterbauen? Ich glaube, ich mache das Spiel auch lauter, weil ich muss ja hören, wenn der Hai meine Basis attackiert. Weil wenn man das nicht hört, dann weiß man auch nicht, wenn er irgendwas zerstört. Weil man hört das ja normalerweise sehr, sehr gut. Deswegen, gut, wie weit kann ich bauen? Oh, wir können einiges bauen. Wir können einiges bauen. Oh, das ist... Das sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Das sieht sehr geil aus. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Palmen. Das bedeutet, wir brauchen erstmal mehr Seile. Und ich denke... Oh nein, er ist wieder da. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Oh mein Gott. Moment mal. Ja gut, ich schätze mal, wenn er da hinten etwas abbeißt, da komme ich da nicht rechtzeitig ran. Das ist ein bisschen blöd. Oh Leute, wisst ihr was? Wisst ihr, was ich denke, was wir machen sollten? Ich denke persönlich, Moment mal, wenn ich 2 Stellen hier baue, weil bei einem Weg braucht er ja nur 1 Stelle abzubeißen, aber bei 2 Wegen, also 2-mal breiter gebaut, also quasi noch so 1 Stelle hier, kann er das ja quasi abbeißen, aber der Weg ist immer noch da. Ich denke, das wäre wesentlich schlauer zu tun, aber das kostet mich dann quasi doppelt so lange, um den Weg zu bauen. Aber dafür ist es sicherer. Wo ist er? Er attackiert auf jeden Fall. Ja. Und man kann jetzt sprinten. Genau, man kann sprinten. Ich denke, das ist sehr wichtig, sowas zu erwähnen. Nein, hör auf damit. Hör auf damit. Bitte, hör auf damit. Ich will die Stelle reparieren. Lass mich sie reparieren. Wo ist mein Hammer? Da ist mein Hammer. Wir müssen die Stelle auf jeden Fall reparieren. Weil diese Netze sind sehr wichtig für mich und mein Leben. Und wir können... Oh nein, nur eine. Schade. Leider nur eine. Was aber eigentlich kein Problem sein sollte. So. Na, oh, verdammt. Er ist wieder da, oder? Ist er wieder da? Nee, ich habe das Gefühl, ich höre ihn die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wieso. Aber er kommt gar nicht so oft. Also er könnte durch ein bisschen öfter kommen, denke ich mal. So ein bisschen öfter. Ich meine, das würde mehr nerven, aber das würde das Spiel ein bisschen erschweren. Weil wie gesagt, nach einer Zeit wird es relativ einfach. Aber das sieht auch ganz... Ja, mir gefällt das. Eigentlich sieht es ganz geil aus. Ich brauche nur noch auf hier eine Palme. Ich denke, hier würde noch eine Palme hinpassen. Das müsste wegkommen, Leute. Ich denke, das müssen wir wegmachen. Weil mir gefällt das gar nicht hier. Können wir das überhaupt zerstören? Oh, Leute, es könnte sein, dass ich den Boden zerstören muss. Ja, ich glaube, wir können es nicht mal zerstören, Leute. Ich glaube, wir werden erstmal den Boden zerstören müssen. Oder? Oder war da irgendwas drauf? Deswegen ging es nicht. Ich bin mir nicht genau sicher. Nein, wir müssen den Boden zerstören, um das zu zerstören. Das werde ich dann... später tun. Mir fällt gerade auf, ich habe noch nie eine Kokosnuss in meinem Leben gegessen, was ein bisschen klaulich ist. Ich würde gerne mal eine Kokosnuss essen. Schmeckt bestimmt lecker, schätze ich mal. Vor allem, eigentlich ist das voll, wirklich, Palmen sind das Beste, um zu überleben. Ich meine, eine Kokosnuss gibt Essen und Trinken. Ich meine, das ist der absolute Hammer. Ich glaube, man kann sogar von Kokosnüssen leben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich geht, ob eine Kokosnuss wirklich alles gibt, was man fürs Leben braucht. Ich denke nicht, aber ich denke, man kann für eine sehr, sehr lange Zeit damit überleben, was ziemlich geil ist, okay? Also Respekt an die Palmen auf jeden Fall. Die Kiste gefällt mir leider auch nicht. Habe ich da irgendwas, ja, leider habe ich da einige Items drin, da werden wir umziehen müssen. Aber okay, habe ich jetzt genug für, ja, ich müsste eigentlich genug haben für 2 Stück sogar, oder? 1, 2. Ja, wir haben 3, oder? Nein, leider 3 nicht. Obwohl, haben wir genug für 3? Nein, haben wir leider nicht, okay, wie auch immer. Können wir noch eine hier hinbauen? Na, es geht gerade nicht. Ich glaube, ich mache hier eine in die Ecke.
Und jetzt sehe ich gerade, oh, diese Kiste ist jetzt auch im Weg. Das habe ich halt am Anfang nicht so ganz bedacht, muss ich sagen. Aber okay, wie auch immer. Pack das hier hin. Ist das synchron? Es ist nicht ganz synchron. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger, Leute. Ich habe Kokosnüsse. Oh mein Gott. Seht ihr das? Kokosnüsse, die regeln alles. Sind die besten ever. Ich liebe Kokosnüsse. Aber okay, haben wir wieder genug, um weiterzubauen? Ich denke, wir müssen genug haben. Ja, ich will ein paar Seile erstellen. Lass uns ein bisschen weiterbauen. Oder soll ich jetzt schon? Ja, wir werden jetzt schon weiterbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wir entfernen uns langsam, aber sicher. Ich wünschte, das würde ein bisschen schneller gehen, aber ich schätze mal, allzu schnell geht's nicht. Ich glaube, das ist ein Problem bei Survival Games bei mir. Ich weiß nie, was das Wichtigste ist. Also ich weiß, das Wichtigste sind Palmen, aber ich bin halt so ungeduldig, dass ich unbedingt weiterbauen will. Aber ich denke, wir sollten uns erstmal auf die Palmen fokussieren. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann schaffen wir es beim nächsten Mal, schätze ich mal. Deswegen, ich brauche mehr Blätter und mehr Kokosnüsse, um zu überleben. Und mehr Boxen. Wir brauchen mehr Boxen, weil langsam wird unser Inventar sehr, sehr voll. Was ein bisschen problematisch ist. Deswegen, ich weiß gar nicht, kann man die Box da zerstören? Das würde mich mal sehr interessieren, ob wir die Box dort zerstören können. Es tut mir leid, Box, aber du musst weg. Oh, wir können sie zerstören, Leute. Und die Items... Wo sind die Items? Die Items verschwinden einfach. Oh mein Gott, die Items verschwinden einfach. Aber erstmal werde ich glaube, keine Box erstellen, oder? Nein, wir lassen es erstmal mit einer Box sein. Und ich werde erstmal nur Palmen erstellen. Damit wir eine komplette Reihe nur voller Palmen haben. Bro, oh nein. Oh, er kann diese Stelle doch attackieren, Leute. Ich kann nicht hin. Ich kann nicht dahin. Oh, das macht mich gerade so sauer. Moment mal, er hat nur die Palmen stehen noch. Oh, die Palmen stehen noch. Okay, das ist der Traum. Das ist ein absoluter Traum, Leute, wenn die Palmen noch stehen. Das hätte ich nicht erwartet, aber das ist wirklich gut. Oh, leider gibt es keine Wand mehr da, aber okay, wie auch immer, ist gar nicht so schlimm eigentlich. Aber die Palme steht noch, ich dachte, er macht jetzt die Palme kaputt und so weiter und so fort. Aber okay, es ist ganz schön schwer, an ihn ranzukommen. Das ist wirklich ganz schön schwer. Oh, wir haben gleich zwei Palmen. Okay, das ist sehr gut, ich glaube, das müsste reichen. Ja, das müsste definitiv reichen. Hier noch eine hin, da passt sowieso keine weitere hin. Okay, das ist der absolute Hammer, Leute. Und jetzt packe ich das mal in die ganzen Sachen Seeds rein. Die dann quasi dafür verantwortlich sind, dass da draußen eine Palme wächst. Was irgendwie ziemlich großer Zufall ist, dass wir quasi Seeds bekommen durch diese Boxen. Und das gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Seht ihr das, wie das aussteht? Das gefällt mir wirklich gar nicht. Aber okay, wie auch immer. Wir müssen damit leben. Und ist der Hai wieder da? Nein, er ist nicht wieder da. Aber ich habe echt Angst, dass er diese Stelle hier abbeißen wird. Weil diese Stelle könnte problematisch für mich werden. Wirklich. Die könnte meine kompletten Pläne zerstören. Wenn er das tut, dann wäre das wirklich problematisch. Und jetzt sehe ich gerade, diese Wände bringen gar nichts. Also diese Wände sind quasi nur dazu da, damit die Kokosnüsse nicht wegfallen, damit es besser aussieht. Aber normalerweise bringen die wirklich weniger. Mir fällt gerade eine Sache auf, und zwar, was wir machen könnten, nachdem wir nicht mehr weiterbauen können. Wir können dann quasi anfangen, hier eine Treppe zu bauen. Und dann geht diese Treppe immer und immer höher und immer und immer höher. Und dann sind wir da quasi irgendwann hier und dann sind wir ganz weit hoch und dann quasi gucken, wie hoch wir bauen können. Das wäre auch sehr interessant. Aber okay, erstmal wollen wir sehen, wie weit wir wegbauen können. Weil das würde mich immer noch sehr stark interessieren. Und passen da zwei Truhen rein? Ich denke, da könnten sogar Truhen reinpassen. Ich bin mir nicht genau sicher, aber wir können es gerne testen. Zwei Stück? Wir können leider nur eine bauen. Ja, so eine Truhe verwendet halt sehr viel Holz und ja, die passt hier rein. Perfekt. Oh, sogar so? Alter, passt hier noch mehr rein. Oh mein Gott, nein. Oh nein, das ist gar nicht gut, Leute. Ich habe sie falsch gebaut. Ich habe sie in die falsche Richtung gebaut. Ich schätze mal, das spielt keine Rolle, aber das ist so dieses... Ich finde es irgendwie nervig. Es ist wirklich nervig. Ich lasse es erstmal so, aber wahrscheinlich werde ich es ändern später. Okay, wir müssen erstmal die Wand ersetzen, weil er hat sie ja vorhin kaputt gemacht, was ein bisschen blöd ist, aber vollkommen in Ordnung. Und für die Synchronität machen wir einfach hier auch noch was hin. Und oh, das sieht irgendwie cool aus. So, es ist so Island quasi. Geh da durch und du kommst in die Freiheit. So fühle ich mich zumindest. Okay, wir können eine Box noch hinstellen. So, passt hier, ja, die passt hier hin. Okay, das sieht dann schon wesentlich besser aus, schätze ich mal. Aber okay, hat sich hier automatisch was gesammelt? Nein, leider immer noch nicht. Ich packe hier mal ein bisschen Metall rein. Attackiert Bruce. Wisst ihr was, Leute? Ich kann nicht immer pünktlich da sein. Das geht nun mal nicht. Ich glaube, um Bruce sollte ich mir nicht allzu große Gedanken machen. Er kann mir alles zerstören, wenn er will. Er hat die Macht dazu. Ich meine, wenn er wollen würde, könnte er alles sofort zerstören. Weil ich meine, ein Hai ist im Wasser wesentlich... Also, es ist einfach unglaublich, was er alles zerstören könnte mit diesen Zähnen. Aber er macht's nicht. Er ist noch ziemlich gechillt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwie später, wenn die das Spiel weiterentwickeln, was sie tun werden wahrscheinlich, weil das Spiel halt so, sehr erfolgreich ist, dann werden sie wahrscheinlich den Hai so schwer machen, dass irgendwie ab Tag 10 oder so er viel, viel öfter attackiert oder dass es vielleicht zwei Haie gibt, also dass er seine Familie holt oder irgendwie sowas in der Art. Das wäre ziemlich, ziemlich krass, muss ich sagen. Und es sind übrigens sehr viele Palmen gewachsen, was... Oh, hier habe ich gar keine... Oh, er attackiert schon wieder. Okay, das nervt. Das nervt, wenn du die Netze kaputt machst, das nervt wirklich. Bruce, das nervt. Kannst du bitte damit aufhören? Ja, das ist richtig. Geh ganz weit weg. Und jedes Mal, wenn er das macht, muss ich Holz dafür ausgeben.
was ein bisschen nervig ist. Ich frage mich gerade, ob die Kokosnüsse irgendwann despawnen eigentlich oder ob sie die ganze Zeit da bleiben, weil normalerweise könnte ich dann quasi alles einfach abbauen. Also wirklich jede einzelne Palme und dann könnte ich einfach die kompletten Kokosnüsse einsammeln. Zum Beispiel so, ich habe jetzt 2 Palmen zerstört und jetzt haben sich halt so viele Kokosnüsse gesammelt. Oh, das ist wirklich heftig. Und ich glaube, Moment mal, ja, die sind alle an einem Ort. Aber ich habe nur 7. Ach, da fehlt eine. Okay, das müssen nämlich 8 sein. 8 sein. Und zwar kann ich es einfach, ich glaube, eine Kokosnuss, nee, alles trinken. Und ich habe wieder vollen Hunger, naja, fast vollen Hunger und fast volles Trinken, was wirklich grandios ist. Und natürlich dürfen wir die Seeds nicht vergessen. Die müssen wir wieder zu der Kleinen. Und wir bekommen Seeds, ich glaube, wenn wir entweder Kokosnüsse trinken oder wenn wir, na, wir bekommen auf jeden Fall durch die Palmen Seeds zurück, was sehr, sehr gut ist. Und ich denke, jetzt können wir wirklich einen weiten Weg bauen. Ich glaube, jetzt kann ich auch, okay, wir können sehr viele Seile erstellen. Und jetzt will ich noch ein einziges Mal, habe ich genug Holz? Wir brauchen noch... Ne, ich habe genug Holz. Ich habe 100%ig genug Holz, was wirklich sehr, sehr nice ist. Deswegen, ich werde kurz alles aufheben. Und dann will ich noch einmal in die Ferne bauen. Und dann hoffen wir, dass ich irgendwann so weit baue, dass ich nicht mehr weiterbauen kann. Okay, Bruce, du wirst nichts kaputt machen hier, okay? Versprich mir das. Okay, er kann nicht reden, wie auch immer. Okay, lass uns bauen. Lass uns bauen. Ich denke, das wird eine weite Strecke sein. Wir können 20 Stück bauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ich kann immer noch weiterbauen. Ach du Kacke, das sieht wirklich unnormal aus. Was zum Teufel? Okay, wir haben jetzt schon ziemlich weit gebaut. Irgendwann muss es doch eine Grenze geben, oder? Aber okay, wie auch immer, Leute, das war's für die heutige Folge von Raft. Für mehr Raft, bewerten nicht vergessen. Außerdem kannst du auch abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!